Ja, moin moin. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einer neuen Folge um sie 2, dem Montag, den 20.11. Und ja, ich bin nicht alleine. Mein Chef ist noch da. Ja, moin moin. Moin moin. Und ja, ich habe endlich da die Türstopper von Neoman fixen können. Da gab den. Ah, oh, schön, schön. Da freue ich mich ja. Da freue ich mich ja drauf. So, ich darf aber um 41 losfahren, das heißt, ich werde jetzt einfach mal. Ach nee, ich brauche mich gar nicht mehr anmelden. Habe Also. ich schon gemacht. Ups. Warum kommst du dann nicht? Eieiei. Ja, chill doch mal, ich bin unterwegs. Alles gut. Ja, meine Lieben, Nächste Haltestelle, Bismarckstraße. Wird auch Zeit, dass du mal ein bisschen was Neues, was heißt was Neues, aber dass wir endlich mal wieder aktiv sind. Das war ja echt lange nichts mehr. Ganz kurz zum Betrieb. Wuppertal habe ich verlängert. Ja. Ich denke, wir können da noch mal. Ruhrgebiet dann nochmal verlängern, ich denke, dann können wir nochmal eine andere Linie da dazu fahren. Ne? So, ungelesene E-Mails. Kündigung von Tobi. Ja, genau, habe ich auch schon. Ich will los in dem Betrieb. Ja, gut, man kann halt nichts fragen. Ja, sorry, Tobi. Bin schwer beschäftigter Geschäftsmann. Justin, der Tom. Tom fragt gerade, ob er im C2 noch was geändert hast. Nö, alles, was ich geändert habe, kann ich auf dem Stand, den ich dir geschickt habe, nochmal nachrüsten. Das ist nicht viel, das sind zwei Sachen. Ein Ticket. Das passt schon. Genau. Ja, genau, weil wie gesagt, du hast ja gesagt, ich soll dir den nochmal schicken. Habe ich getan an dem Tag. Ne? Ja, ich habe so rein theoretisch liegt der unten auf meiner Festplatte am anderen PC. Aber ich komme im Moment nicht dazu, den anzuschließen und mir den hier hochzuschicken. Ja gut. Ja, du, was war denn letzter Zeit, was war denn los? Was ging denn so in letzter Zeit ab? Du hast ja deine neue Computer eingerichtet, wie der GTA gezockt, ne? Hast du erzählt, Ja. dass die Zuschauer mal auch ein bisschen was mitbekommen, was halt so noch abgeht, ne? Also wir fahren schon noch für den Betrieb, ne? Aber wenn es halt mal was anderes ist, deswegen, ja. Nach der Arbeit an den C2 kleinen Hackern. Okay. Ja, das wäre richtig geil, weil ich bin echt gespannt, wie es am Ende aussieht. Also, das setzt mich da echt auf die Spannung mit, sag ich dir ganz ehrlich. Wie heißt so schön? Gute Dinge will lange brauch Langeweile, ne? Naja, das war's. Ja. Wenn man es richtig machen will, dann brauchst du auch gescheit, ne? Also, wie gesagt. Ja, so. Und das ist auch nicht mal eben so gemacht. Also ich zum Beispiel, ich kann es gar nicht. Ne? Also. Ja, gute Dinge Eher braucht habe halt ich seine mich Weile. erhangen, ey. Sag ich ehrlich, eher habe ich mich aufgehangen, gefordert von mir. Ja, ist so. Alles gut, alles gut. Da muss ich halt ehrlich sein, ne? Ja, also ich habe auch, wie gesagt, die beim LS, das haben ja einige schon mitbekommen, und wir haben ja dann die rote Beete Ernte gemacht. Moin, so ist schön. Werte. Ja, rote Beete Gute Ernte. Werte. Die rote Beete. Ja. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt und was auch ein hast einen schönen Tag bei der Agratechniker gehabt. Meine viel anpassen. Ja, ich hab ja. Da sagst du mir gerade was. Nächste Haltestelle, Schloss Lenkegel. Das Pharma. Ich hab nur das neue. Ach, wie heißt's? DLC.
Mehr habe ich nicht, warte mal, ich tue es mir grad mal schnell. Small Farm Pack. Ah! Das kleine Bauernpack da. Auf seinen Grün. Alles klar, gerne. Hoppala. Cool. Da bin ich mal gespannt. Also, der. Ja, ich hab. Was war das? Bei YouTube Inside Agratechniker geguckt. Aber viel habe ich dann nämlich auch nicht mehr gemacht. Also dauernd nur noch die Reportagen geguckt. Bisschen was in Humor. Humor sage ich schon, Mario. Aber, und dann halt noch so Deutz, Klaas, Fendt. Die ganzen Geschichten. Entstehung des Betriebes, der Aufbau, Betriebsgeschichten und so weiter. Da habe ich mir mal mehr Zeit rein investiert, aber ansonsten. Aber was mir sehr zugesagt hat, war der neue Massey Ferguson, der neue Serie da, wo ich ihn vorgestellt habe. Und der neue New Hollander. Also das ist ja so ein breites Teil, ey. Hoppala. Das ist krass. Na. Das Teil ist richtig krass, also. Als sie mal das vorgestellt haben über Inside, also wenn der mal kommt, wenn der nächstes Jahr reinkommen wird. Ja, jetzt wollte ich eigentlich schon gerade ein bisschen über die Woche reden, meine Lieben. Weil nämlich auch heute. Die Woche. Ja, weil es steht nämlich ein bisschen. Es steht ein wenig viel Arbeit an für mich. Komm, hör mir bloß auf. Ja, es ist wirklich. Hör mir bloß auf. Und zwar. Ich gleich achtkantig aus dem Fenster. Deswegen soll eigentlich heute auch schon die erste Folge heute Abend schon rauskommen vom OMSI. Was aktuell ist. Denn morgen sind wir wieder am Fliegen und wollen ja das GSX da mal testen. Oder weiter mal programmieren. Ground System. Und das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und heute Nachmittag, also wie gesagt, werde mal noch eben auf der Silver Run Force mitmachen. Und dann gucken wir mal. Aber was ist denn im Moment danke mit meiner Maus los? Ich danke dir, Sus. Ich will eigentlich im Moment kaputt gehen. Ja. Oh ja. Digga, das ist so anstrengend im Moment. So, ich schau die mal später an, ne? Da gibt's nur eine Lösung. Fenster auf, PC raus, Fenster zu. Ei. So Probleme? Es fängt alles an, Probleme zu machen. Habe ich das eine Problem mit dem Computer gelöst, fängt das andere an. Es ist zum Kotzen. Ehrlich. Das Geile, was ich fand, ist, ich habe ja am. Wann war das denn? Wann waren wir noch auf der Haute Belleron? Letzte Woche irgendwann, wo ich gestern Freitag oder Donnerstag war das gewesen. Oder wie auch immer. Da haben wir ja die Weizenernte gemacht und die rote Beete geerntet, ne? Mit Autodrive. Das ging aber nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist, was da nicht geklappt hat. Ich habe auf jeden Fall meinen Spielstand wieder zerschossen. Durch Autodrive. Geil. Durch Autodrive, ja. Weil es mit dem. Weil wieder mit dem aktuellen DLC nicht funktioniert. Aber mit Cosplay lässt das sich wunderbar ernten. Selbst wenn du den Direkternter, du musst halt nur nebenbei mitfahren. Ansonsten macht er das wunderbar. Mit Autodrive, dass der dich dann ablädt, das geht nicht. Ja, dann wollte ich eigentlich meinen Spielstand wieder neu laden. Ging aber nicht. Das heißt, ich dürfte
das Stroh, was wir da schon reingeschmissen haben, was wir eingesammelt haben, die rote Bernd, die rote Beete, was wir geerntet haben. Rote Bernd. Der rote Bernd, genau. Ach, ich hab bei der irgendwas wieder vertauscht. Ich weiß es nicht. Er macht alles kaputt. Er macht sogar Spiel kaputt. Ja, ich mach gerade die Fahrgäste kaputt. Die haben sich schon beschwert. Als nächstes bastelt er um sie rum kaputt. Nö. Und dann kommt im RSG-Chat, kommt dann nur so um sie kaputt. Gute. So, dich klippe ich jetzt mal. aber weißt du, was geil ist? Ich habe bei Train Simulator endlich mal mehr als 30 oder 25 FPS. Danken, Lukas. Ich weiß sowieso nicht, warum du noch Train Simulator spielst. Soll nicht Train den klassisch? Simulator. Ah, ich weiß. Und ich krieg beim Train Simulator Krampfanfälle, Schweißausbrüche. Da krieg ich voll voran. Ach, wahr. Also ich zock den lieber momentan, weil der ist, ich weiß nicht. Ich hab mehr davon. Da bin ich mir sicher, dass auf jeden Fall alles funktioniert. Ja, genau, das ist mein Grund. Ja, aber die Erfahrung will ich ja sammeln. Das ist ja gerade das Problem. Weil den Abfahrer vom... Also... Alle meine Abfahrpunkte... Bei der Farm habe ich gelöscht. Also wie gesagt, ich will das von Grund auf nochmal neu machen. Ja. Er schafft nicht mit dem prüfter Fummler. Nee, das Problem ist, Autodrive hat von der ganzen Karte automatisch nicht, die Straßen erstellt. Und das will ich jetzt eigentlich mal vermeiden. Hi. Sondern wenn ich was einfahren will, dann will ich das selber machen. Also quasi... Und dann das Ganze auch richtig einmal eingestellt haben. Und, ja. Du weißt ja, die jetzigen RSG-Booster musst du alle verkaufen, wenn, Tom die Matrix hinten gemacht hat. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Ich habe nämlich kein Premium mehr, ich kann keinen neuen Booster leasen im Moment. Ja gut, dann lass mal, also mit dem, wo ich jetzt fahre, dann lass mal halt drin, weil wie gesagt, das ist ja einer, der schon... Die bleiben sowieso drin, bis die alle auslaufen, so, aber ich muss halt irgendwie gucken, dass wir die wieder kriegen. Und mal gucken, dass ich mir irgendwie wieder Premium besorge. Ja, so ist, ich muss da gestehen, wie gesagt, ich stimme da auch vollkommen zu, weil er hat mir ein paar Strecken... Er hat mir einfach ein paar Strecken nicht übernommen. Also, einfach so. Ja, diese... Er fährt eine extra Runde, die Strecke, wo er gar nicht machen soll. Einfach so gemacht. Mhm. Stimmt wirklich. So ist es, stimmt wirklich. Mhm. Oh, du bist meine... Du wirst mich heute voll auf die... Sch- voll auf die Schippe heute nehmen, ich schwör, ey. Ich bin... Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin heute, also so gut gelaunt wie letztes Mal bin ich eigentlich nicht, ne, weil, es ist schon wieder was passiert, was ich mir nicht erklären kann. Ja, ich, komm, hör auf. Nein, ist so, du kannst ruhig weitermachen, wie gesagt, das ist deswegen machen wir es, ja. Ist bei mir das Gleiche, hier passiert im Moment eine Scheiße am nächsten Mal. Weil das Problem, was ich wieder hab, oder was wir da... dass ich mit manchen Sachen echt hinterher bin. Ey. Vor allem mit dem, ja. Mit dem GSX da. Das, weißt du, die Scheiße kostet $30 oder 30 oder $20, ja. Nur die Basisfunktion, du installierst es auf ein 2020 und dann auf einmal kriegst du einen Fehler oder kriegst du ein Update dass es dann wieder nicht funktioniert, ne? Das ist halt das, was... Hör mir auf. Das ist im Moment bei Windows genau das Gleiche. Windows zeigt mir ein Update an. Ja. Er zieht sich das Update nicht durch. Dann startest du den PC 60.000 mal neu. In der Hoffnung, dass er es danach macht. Macht er nicht. Ja. Jetzt heute Morgen mache ich den PC an. Ja. Wo ist das scheiß Update nicht mehr da? Hat er gemacht.
Aber lässt mich gestern den ganzen Sonntag da rumschreien. Ja. Und mich fluchen. Der denkt mir auch wieder, tickst du noch? Hm. Ja, und das auf da. Also nicht nur, dass das mit dem. Also mit dem Farming, das war mir klar, dass es das passiert. Aber